Hallo, hier ist der Profimetzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Blutwurst herstelle aus Graupen. Das ist ganz genau so Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Welchen Darm ich habe, die Rezepte sind unten in der Videobeschreibung, gebe ich genaue Angaben. Schauen Sie sich das an, Sie werden sehen, wie einfach das ist, eine Blutwurst mit Graupen oder mit Rollgerste zu machen. Und so schaut der Schweinekopf aus, wenn man sie handelsüblich kauft. Und man sieht, da sind noch Borsten drauf. Die Augen sind auch nicht ganz so schön ausgeschnitten worden und die Ohren schneide ich weg. Dafür mache ich Folgendes. Dann nehme ich so einen Bunsenbrenner. Und also schön die Borsten, was sind, dass man die einfach abflammt. Dann nehme ich ein Messer. Die Ohren schneide ich weg, die nehme ich nicht dazu. Das Messer schneidet auch nichts. Und jetzt putze ich das. Die Borsten schön weg. So, dann schneide ich mir noch die Reste von. Das muss alle dabei sein. Das schneide ich raus. Dann werde ich sie kurz abwaschen. Schauen Sie, wichtig ist, dass keine Borsten drauf sind. Mit lauwarmem Wasser. Wenn gerade der Wald weg ist. Wasser, kein Salz. Da mache ich jetzt Blutwurst draus. Was ich dazu getan habe, das sind eine Pastinaken, Lauch, eine Möhren. Das ist nur für den Geschmack. Das werde ich so kochen, so ungefähr 1,5 Stunden. Da schauen wir an, wie die Schädel ausschauen. Und dann sind wir weiter. Jetzt habe ich hier die Gewürze für meine Blutwurst. Dann nehme ich Röstzwiebeln, nehme ich nach Geschmack. Dann wieder Majoran, Knoblauch, dann Suppenwürze, weißen Pfeffer, Muskatnuss, Zimt, Piment und Nelken. Die genauen Angaben schreibe ich Ihnen unten in die Leiste rein. Jetzt koche ich noch die Schwarten ab. Da wird es füllen, da werden wir zurückdrehen. So, die koche ich jetzt für eine halbe Stunde. Kommen die Schwarten mit dazu. Gekocht. Lass sie ganz kurz im kalten Wasser. Nicht zu lang, sonst lagen sie aus und verlieren sehr viel am Geschmack. Ganz kurz ins kalte Wasser rein, damit es nicht ganz so knallheiß ist. Und beim Auslösen müssen Sie immer aufpassen, schauen Sie, hier hinten, das ist Zungenbensche. Das ist der kleinste Knochen vom Schwein. Du hast den immer als erstes weg, was sonst haben sie drin. Und wenn sie den drin haben, und das findet einer, gell, der glaubt, das ist auch von irgendeinem Nagetier der Knochen. Gell. Dabei ist das der Zungenknochen. Der gehört weg. Dann nehme ich das Unterkiefer raus. Das ist alles sehr schön heiß. Ist das heiß? Da stellen wir alles, was nicht schön ist, weg. Da muss man aufpassen. Sehen Sie, da ist immer von Gehörgang. Das ist der Ohrenknorpel und ein bisschen vom Gehörgang. Das gehört auch weg. Das können wir dazu tun. Dann siehst du das da. Und das Grobe, was so grobfasrig ist, das ist eine Drüse, die gehört auch weg. So, was wir machen, ist der Wolf. Dass der Wolf das in den Wolf reinkriegen. Schau, da haben wir noch ein bisschen Knorpel drin. Das ist ja sehr heiß. Das ist ja sehr heiß. Und da ist auch noch, also ein harter Gegenstand da mal weg.
Was? Und der Knochen ist sauber. Jetzt nochmal dann die Drüsen, tun wir gleich weg. Dann das Zungenbein. Ja, bei denen ist er noch. Ist er noch verknorpelt, schon. Das ist eigentlich ein bisschen älter. Vorne beim Rüssel müssen wir einmal schauen, dass der Knorpel raus ist. Dann geht das so rüber. Und wichtig ist, dass man auch nicht zu viel Knochen reinbringt. Wissen wir denn, ist der Zong der ausgebissen. Das ist heiß. Wenn es wirklich zu heiß ist, gebt ganz kurz ins kalte Wasser rein. Und tun so aus. Knochen ist sauer. Weg. Da ist wieder der Knorpel. Da mal weg. Das passt auch alles. Das passt. Da passen Sie auf, dass da nicht, da sind gerne kleine Knochensplitter. Dass man die nicht einbringt ins Fleisch. Und da hinten schaut das wieder Gehörgang. Und da ist noch der Ohrknorpel ist noch drin. Der muss dann weg. So. Und da haben wir jetzt eine Gesamtmenge von 1,6 Kilo. Was jetzt auch noch vielleicht interessant ist, wenn Sie das Blut verwenden, das Blut sollte immer handwarm sein. Ich habe das Blut vorgesalzen mit Nitritbügelsalz, das ist ganz Schweineblut, frisch geschlachtetes, habe ich vorgesalzen. Dann habe ich da in warmem Wasser aufgewärmt auf handwarm und dann müssen Sie das Blut immer umrühren. Sie kriegen ein bisschen Sauerstoff rein, eine hellere Farbe und das Blut setzt sich unten ab. Das gehört immer umgerührt. So, die viele Blutwurst. Da habe ich Schweineköpfe. Rollgerste, der Graupen, Schweineblut vorgesalzen, handwarm, eine Röstzwiebel, die gebe ich gleich zum Schweinekopf dazu, weil ich lasse durch den Wolf durch. Dann habe ich die Gewürze, Schweineschwarzen und Salz. Die Köpfe lasse ich durch die 5 mm Scheibe des Wolfes. Sie können auch fertige Röstzwiebeln nehmen oder rohe Zwiebeln. Nur vom Geschmack her sind wohl am besten die selbst angerösteten Zwiebeln. So, das lassen wir schön durch. Das gebe ich noch in den Eimer. Das gebe ich in den Eimer rein zu mischen. Jetzt werde ich die Wolfsscheiben wechseln. Ja, da lasse ich jetzt dann die Schwarten durch. Musst du mal wieder rein, was kommt mit den Schwarten durch? Das ist nichts Unrechtes. Das ist ein Ungersystem. Da kommt. Und dann nehmen wir die Dreierscheiben. Und können wir die Zweierscheiben nehmen. Das schon durchbringen.
Wissen, bei der Kochwurst, es ist halt schon ein bisschen eine Umküterei, gell? Das wird schon alles ein bisschen. Das ist noch gut zum Abwaschen nachher. Das tun wir da her. Und jetzt kommen die Schwarten. So wie ich das mache, wenn ich da die Finger reinstecke, dann müssen wir aufpassen, dass sie wirklich mit den Fingern nicht runterkommen. Gell? Wenn sie lange Finger haben und runterkommen, dann ist mal leer. Aber ich komme nicht runter, deswegen geht es mir. Und das gebe ich jetzt da in die Maschine rein. Und da gebe ich dann auch die Kesselbrühe dazu, damit das Ganze noch eine schön feine Masse wird, eine homogene. Da geben wir jetzt die Kesselbrühe dazu. Das soll jetzt laufen, jetzt gebe ich da die Rollgerste. Das Gewürz. Salz. Jetzt mische ich das gut durch. Jetzt haben wir schon wieder so ausschaut. Jetzt haben wir eine schöne Konsistenz. Das geben wir jetzt da dazu. Und das ist am besten, man wascht das gleich ab. Und jetzt geben wir noch das Blut dazu. Das mischen wir jetzt schön durch. Und die Blutwurst soll etwas überwürzt schmecken, bevor man sie. Jetzt haben wir eine schöne sämige Masse. Das kommt von den Schwarten. Ich gebe kein Weißbrot rein. Nur wie die Graupen oder die Hohlgersten. Wie das schmeckt. Das schmeckt schon sehr gut. Wieso gibt es mit 23 Gramm gesalzen? Salzgehalt passt. Und jetzt werden wir es einfüllen. So, jetzt fülle ich die Blutwurst ab. Das ist ein Rinderkranzdarm. Ich darf das nicht so fest einfüllen, weil es abbindet, nachher platzen sie auf. Und abgehoben wärst du nachher so bei 75 Grad, 35, 40 Minuten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine schwierigere Sache, wenn man alleinig ist. Geht das ein bisschen. Das ist ein bisschen dieser Gonzer. Eine leichte Masse. Das ist ja auch verkehrt. Ja, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe ein Abbinden. Geht mir folgendermaßen vor. Das binde ich da ab. Dann fahre ich so her und sage, zu groß soll das ja nicht sein. Ich bin das ab.
sollte man in Österreich die Knacker abbinden. Was macht halt keiner mehr, hätte das alles mit dem Clipser gemacht. Aber so, was wir gelernt haben, haben wir es noch so gemacht. Und sind wir so hier. Und da haben wir jetzt ein bisschen. Und den Daumen hinten nicht abbinden, weil nachher so kann er ein bisschen nachweichen. Wenn es fest werden sollte, dann bin ich ein bisschen locker, drücke ein bisschen fester. Und das machen wir jetzt so. Und das machen wir jetzt so. So. Der Messer schneidet auch nichts. So. Und die werden jetzt dann abgekocht in einer Kesselbrühe also mit 75 Grad, dreiviertel Stunde. Würstel eine dreiviertel Stunde bei 75 Grad gebrüht. Jetzt nehme ich sie raus, lasse sie kurz so 10 Minuten im kalten Wasser und dann hänge ich sie ins Kühlhaus. Lass sie kurz abkühlen. In der Zwischenzeit habe ich die Zeit genutzt zum Zahnwaschen. Sie sehen, das ist eine Dreiviertelstunde, bin ich mit dem Zahnwaschen so gut wie fertig. So, jetzt habe ich die Blutwurst eine Nacht im Kühlhaus gehabt. Wir werden uns einmal anstellen, wie sie ausschaut. Rein optisch schaut sie jetzt einmal recht schön aus. Das war ein Rinderkranzdarm. Dann schneiden wir einmal eine ab. So. Ich nehme es immer so durch, damit man das genau schöner sieht. Schauen Sie, da sieht man die Masse und das ist die Rohlgerste oder Graupen, wie es in Deutschland heißt. Ich habe die Wurst gegessen, die ist sehr gut. Im Geschmack ist sie sehr mild oder schön der Geschmack ist schön abgerundet. Das passt. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben. Ich will auch noch was dazu sagen. Auch vielleicht mit Würzen. Sie können natürlich das Ganze stärker würzen oder mehr Salz oder weniger Salz nehmen. Das ist ganz Ihnen überlassen. Sie können das auch ein bisschen schärfer machen, dass wir es einen scharfen Paprika dazugeben, wie auch immer, wie es Ihnen schmeckt. Und vielleicht auch noch interessant ist, über lange Zeit in Südamerika und da eigentlich, wenn gegrillt wird, kommt ein Blutwurst auf den Grill. Das ist Standard. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben. Ihr Profi-Metzger Ralf.